Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um das Thema Reverse Engineering. Das heißt, die Methode, um von einem Gerät herauszufinden, wie es funktioniert. Ich will das mal zeigen, hier anhand eines alten Laminiergeräts. Was man natürlich als erstes macht, man nimmt es von der Netzspannung, falls vorhanden, also komplett stromlos natürlich. Dann schraubt man es auseinander, wie ich das hier schon gemacht habe. Und dann kann man zunächst einmal die einzelnen Komponenten dort identifizieren. Hier zum Beispiel ist so ein Motor drin in dem Gerät. Dann sind hier die Heizelemente drin. Hier ist jetzt noch so ein Temperatursensor drin. Dann geht es hier weiter mit einer Leiterplatte. Stromversorgung natürlich hier. Und hier sind zwei Netzschalter oder beziehungsweise zwei WIP-Schalter erstmal generell. Einer davon ist der Netzschalter. Dann sind hier zwei Leuchtdioden. Also hier ist eine grüne und hier auf der Rückseite ist noch eine rote hier irgendwo. Hier ist noch so ein Widerstand. Und jetzt kann man mal Folgendes machen zunächst. Man zeichnet per Hand erstmal so die Platine auf, also einfach nur als Kasten und guckt, was da so dran hängt. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Ich habe jetzt hier mal so grob gezeichnet, wie die Platine aussieht, auch mit der Kontur. Und habe letztendlich mal abgezeichnet, was für Labels hier auf der Platine zu finden sind. Also hier zum Beispiel Power LED, Plus und Minus, das sieht man hier dann auf der Platine ganz gut. Oder dann eben hier diesen Widerstand R1, das ist hier dieser fette 5 Watt Widerstand, den habe ich hier auch eingezeichnet. Und was ich jetzt danach mache, ist, dass ich jetzt mal die Leitung hier in dem Gerät verfolge, wo die hingehen. Die gehen ja hier an irgendeinen Schalter. Oder an die Leuchtdioden eben oder an den Temperatursensor und versuche das mal nachzuzeichnen. Das ist nicht ganz einfach, weil man entweder natürlich, also man muss es wahrscheinlich auseinandernehmen irgendwie oder eben sehr genau verfolgen, damit da kein Fehler entsteht. Auch der Motor zum Beispiel, den habe ich hier aufgezeichnet. Oder auch die Heizelemente, das sind die beiden hier, die weißen. Die werden hier irgendwie verbunden mit solchen Verbindern. Ich weiß nicht, wo die genau jetzt rangehen. Also das werde ich jetzt genau verfolgen und das hier in meiner Zeichnung mal ergänzen. Ich habe das jetzt mal in dieser Zeichnung ergänzt. Ich habe also hier mit der Zuleitung mal angefangen. Die ist blau und braun. Wenn man jetzt hier mal guckt, also hier ist jetzt blau und braun. Der braune hier, der ist jetzt, den habe ich abgemacht. Der war hier direkt am Netzschalter dran und dementsprechend habe ich das natürlich eingezeichnet hier. Also der braune hier geht direkt an den Netzschalter. Vom Netzschalter geht es zu einer Temperatursicherung. Das ist jetzt hier diese. Die geht also hier wiederum an den Netzschalter von der anderen Seite gesehen. Und die andere Seite der Temperatursicherung geht hier an diesen roten Verbinder hier. Da sieht man leider sehr schlecht hier. Dieser hier. Und dieser rote geht hier an VCC und das habe ich im Prinzip für jedes Bauteil, was hier ist, gezeichnet. Also diese Temperatursicherung geht hier an VCC hier oben. An VCC sind noch andere Dinge dran, sodass ich jetzt hier erstmal einen groben Plan bekomme, wie die ganzen Bauteile um diese Leiterplatte herum dort angeschlossen sind. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man diese Zeichnung etwas verbessert. Die ist natürlich sehr unübersichtlich, also dass man hier ein bisschen Struktur reinbringt. Und danach der Schritt ist dann, dass man meinetwegen eine CAD-Software nimmt und genau analysiert, was eigentlich hier auf der Leiterplatte drauf ist. Und das mache ich jetzt auch. Das ist ja hier meine erste grobe Zeichnung und ich habe jetzt mir mal die Mühe gemacht, das etwas strukturierter zu zeichnen. Und das ist jetzt bei rausgekommen. Hier vom Aufbau erstmal relativ harmlos. Die 230 Volt werden hier eingeschaltet. Hier ist diese Temperatursicherung drin. Der Motor hängt direkt zwischen den 230 Volt. Also wenn man einschaltet, geht er sofort an. Das Heizelement geht hier an V und RL. Das ist sozusagen die Regelung, wo es dann geheizt wird und damit geregelt wird. Die Temperatur. Ich habe hier zwei Widerstände für die Heizelemente einfach erstmal genommen. NTC ist hier angeschlossen zur Temperaturüberwachung. Dann haben wir hier noch einen Schalter Copy Foto, wozu der auch immer notwendig ist, das weiß ich jetzt nicht. Und hier unten nochmal die rote und die grüne LED und diesen 5 Watt Widerstand. Damit ist erstmal dieser Plan soweit okay.
Und jetzt geht es daran, hier mit einer CAD-Software genau zu gucken, was auf der Leiterplatte drauf ist. Und wenn man das hat, dann kann man hier diese Komponenten auch in der CAD-Software ergänzen und hat einen direkten Überblick über die Funktionen des Geräts. Bevor man hier mit der CAD-Software beginnt, das hier aufzuzeichnen, ist natürlich wichtig, dass man auch die Bauteile hier drauf identifiziert. Ich will mal nur grob durchgehen. Also das hier ist ein Thyristor PT137. Hier ist ein LM393. Ich habe schon mal durchgezählt, es sind 12 Widerstände vorhanden. Hier zwei Elkos, also so ein kleinerer und ein größerer. Und zwei Dioden sind noch drauf und ein Transistor. Und natürlich hier die Anschlusspins für die Leitung, die sind auch noch drauf. Und die müssen jetzt in der CAD-Software eingegeben werden. Die Leiterplattengröße ist ca. 65 x 55 mm. Das habe ich auch schon mal notiert, um später dann das Leiterplattenlayout nachzubilden. Das Tool, was ich jetzt hier verwende zum Zeichnen des Stromlaufplans, ist jetzt Eagle in dem Fall. Und als erstes werde ich mal die Widerstände aufrufen. Das sind 12 Stück. Und zwar habe ich jetzt hier die Größe gewählt 0207-10. Das ist hier so eine Größe in Eagle, weil das ungefähr hinkommt mit der Größe, die jetzt auch auf der Leiterplatte ist. Das heißt, ich werde jetzt hier 12 Widerstände hinzufügen. So, und dann sind die erstmal drauf. Ich platziere die hier erstmal irgendwo. Das spielt erstmal keine Rolle. Man könnte jetzt schon das so platzieren, in etwa hier auch im Stromlaufplan, wie es auf der Leiterplatte ist. Das mache ich aber erstmal nicht, sondern ich will erstmal die alle Bauteile hier drauf haben und gehe dann einen weiteren Schritt in das PCB rein. Als nächstes füge ich den LM393 zu, der hier drauf ist, und werde auch das Power-Symbol mal hier hinzufügen, gleich, damit ich das nicht vergesse. Jetzt füge ich den BT137 zu. Es gibt den zwar nicht in Eagle, aber der 136 funktioniert auch. Dann brauche ich noch eine 1N4004, die ist auch auf dem Board, da ist sie. Und eine 1N4148. Ah, da gibt es zwei, das haben die geändert hier. Da gibt es also einmal die, ja, nämlich die 10 mm hier. Die sind also auch hier mit drauf. Und jetzt kommen die Kondensatoren. Bei den Kondensatoren bzw. bei den Elkos ist es so, der eine hat einen Durchmesser von 5 mm und der andere von 8. Und jetzt gehe ich also hier runter und gucke, was ungefähr passen würde. Ich denke mal, dass der hier ist ganz gut für diesen kleinen Kondensator mit 5 mm Durchmesser. Und wenn ich jetzt den 8 mm mir angucke, das müsste so einer hier sein, dann passt der auch, sodass ich jetzt die beiden Elkos jetzt auch schon drauf habe. Als nächstes füge ich hier mal einen Transistor dazu. Ich kann das Label sehr schlecht erkennen, deswegen nehme ich einfach erstmal ein 337, und zwar in der Bauform, dass alle Pins hier nebeneinander liegen, und füge den hinzu. Und jetzt kommen natürlich noch die Anschlusspins für die Leitung. Dazu nehme ich hier Testpunkte oder Testpads. In dem Fall nehme ich hier welche mit einer Bohrung auch natürlich, 1,7 Durchmesser, und da sind ja auch etliche vorhanden, und die werde ich jetzt einfach mal hinzufügen. Es sind jetzt erstmal soweit alle Bauteile hier im Stromlaufplan drin, sodass ich erstmal in das PCB wechsle. Und als erstes werde ich hier die Leiterplattengröße anpassen auf 65 x 55 mm. Die Leiterplattengröße ist hier auf 65 x 55 mm eingestellt. Wenn ich hier also mit Information raufgehe, dann sieht man hier also 65 x 55. Das ist also okay. Hier auf der linken Seite sind alle Bauteile, und jetzt werde ich die Bauteile hier so platzieren, wie sie natürlich auf der Leiterplatte sind. Ich möchte mal ein Beispiel zeigen, wie ich das jetzt mache. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auf der Seite R1 und hier so die 1N4004. Das heißt, im Leiterplattenlayout hier werde ich jetzt hier an dieser Stelle R1 und R4 platzieren. Das heißt, ich gebe jetzt einfach hier einen Move R1. Da habe ich jetzt R1, wie man hier sieht. Und ja, der R1 gehört dann irgendwie, ja, dort irgendwo hin, in etwa. Und so mache ich das eigentlich mit jedem Bauteil, was jetzt hier auf der Leiterplatte ist. Ich werde also die Bauteile jetzt hier so platzieren, wie sie auf der realen Leiterplatte sind.
Ich habe jetzt hier die Bauteile platziert in etwa. Wenn man das also jetzt vergleicht hier mit dem Board, dann kommt es ganz gut hin. Also man kann hier so einen Vergleich machen. Es kommt nicht hundertprozentig drauf an, dass die Platzierung stimmt, sondern nur in etwa. Und was ich jetzt machen werde, dadurch, dass mich ja eigentlich die Rückseite jetzt interessiert, nämlich die Verbindung, werde ich hier dieses gesamte Board spiegeln. Ich habe jetzt hier das Board gespiegelt, wie man sieht. Das ist also verkehrt drum, nicht? Also so. Und jetzt gehe ich einfach und gucke, welche Sachen sind mit welchen anderen Bauteilen verbunden. Also man sieht zum Beispiel hier oben dieses V, also hier, das ist verbunden da nach unten und da unten ist R1. So, also V ist verbunden mit R1. Dazu wechsle ich jetzt in Stromlaufplan, habe hier den R1 und hier unten irgendwo ist dann V da. Und ich werde dann also jetzt hier dieses V nehmen und dort mit R1 einfach verbinden. Gehe ich wieder zurück, dann sieht man hier, es ist verbunden. Leider ist es hier die falsche Seite, wie man sieht, also muss ich R1 einfach drehen. Also ich drehe den jetzt hier einfach und damit ist jetzt diese Verbindung so, wie sie hier real eben auch ist. Und so gehe ich auch Schritt für Schritt alle Verbindungen durch, sodass ich am Ende hier so wirklich ein Layout bekomme. Ich habe jetzt alle Bauteile miteinander verbunden und auch schon gleich mal hier geroutet. Es sieht zwar nicht besonders schön aus, aber es geht ja nur darum, dass man die Verbindung erkennt. Und wenn man das jetzt hier mit dem realen Board vergleicht, dann stimmt das eigentlich auch. Ich hatte ja vorhin gesagt, dieser Transistor, da habe ich erstmal nicht erkannt, was das für einer ist. Und habe dann BC337 genommen. Wenn man jetzt hier in den Stromlaufplan mal reinguckt, der auch noch sehr, sehr wild aussieht, dann sieht man hier, der Transistor, der ist hier so angeschlossen. Das kann aber so nicht sein, denn das Gate hier von dem Triac, das geht niemals an die Basis hier von diesem Transistor ran. Ich habe da nochmal geguckt nach dem Transistor genau. Und es ist natürlich ein anderer Transistor, das sind zwei SC1815, den ich jetzt hier auch schon aufgerufen habe und hier durch diesen Transistor ersetzen werde, damit hier die Anschlussbelegung natürlich stimmt. Im Anschluss daran werde ich hier den kompletten Stromlaufplan nochmal umzeichnen, so ein bisschen. Also zumindest so, dass man vernünftig was erkennen kann. Denn wie man ja hier sieht, also da ist alles durcheinander hier mit den Komparatoren und so weiter. Also dass man hier nochmal Vereinfachungen natürlich durchführt, sodass man dann wirklich im Stromlaufplan erkennt, wie die Schaltung funktioniert. Ich gehe jetzt im Stromlaufplan so vor, dass ich versuche, hier irgendwelche Kreuzungen zu vermeiden. Also hier in dem Fall ist hier oben ist ja V. Das ist der Eingang der Wechselspannung, also 230 Volt. Es geht über diesen Widerstand, dann eine Diode und es geht dann hier irgendwie runter. Und da gibt es einige Kreuzungen, die man vermeiden kann. Denn es ist nachher alles hier miteinander verbunden, also hier in diesem Bereich. Die sind alle miteinander verbunden. So dass ich dort wirklich mit den Vereinfachungen anfange und natürlich jetzt die Bauteile hier so weit verschiebe, dass man nachher wirklich erkennt, wie die Schaltung funktioniert. Ich habe jetzt schon einige Vereinfachungen durchgeführt und man sieht, also es ist schon wesentlich klarer, der Aufbaumoment. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe versucht herauszufinden, wo ist eigentlich die Spannungsversorgung hier für den LM393 angeschlossen. Also der hat ja Pin 8 und 4, das ist also VCC und Ground irgendeiner Form. Die Frage ist, wo der Ground ist. Und dazu habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal die Verbindung des Netzanschlusses verfolgt, also von den 230 Volt. Und da gab es ja hier diesen 8,2 Kiloohm, diesen großen Widerstand hier. Der hier. Und der ist angeschlossen hier an eine Diode, an eine Kathode. Also muss die andere, und das ist praktisch jetzt der Gleichrichter für die gesamte Schaltung. Da sind auch noch Elkos natürlich dazwischen. Aber wenn das so ist, dann muss also hier dieser Anschluss sozusagen als Ground fungieren, beziehungsweise das ist dann der Ground für die Schaltung. Und wenn man sowas herausgefunden hat, dann verwendet man natürlich nur noch diese Ground-Symbole. Dann vereinfacht es die Ansicht der Schaltung sehr stark. Also man sieht hier, wenn ich das hier nochmal reinzoome, ich habe hier überall diese Ground-Symbole da verwendet, wo die dran sind. Und hier war ja sehr viel los in diesen Bereichen von der Schaltung her. Und ich habe das so stark vereinfacht, jetzt erstmal nur von der Spannungsversorgung her gesehen.
Der nächste Schritt ist natürlich zu gucken, wie sieht es aus hier mit dem VCC. VCC war der andere Anschluss von den 230 Volt, den auch noch zu vereinfachen und danach hier mal gucken und ändern die Anschlussgeschichten hier von den Komparatoren. Ich habe jetzt noch weitere Änderungen vorgenommen. Unter anderem sieht man jetzt hier oben im oberen Bereich, dass ich die VCC-Symbole verwendet habe. Dann habe ich das so gestaltet, dass auf der linken Seite die Eingänge zu sehen sind und auf der rechten Seite ein Ausgang. Die Eingänge sind in dem Fall jetzt der NTC, dieser Schalter Fotokopie und auch die Spannungszuführung 230 Volt. Auf der Ausgangsseite sind natürlich nur die Heizelemente jetzt hier zu sehen. Die Pins habe ich hier auch entsprechend beschriftet, also zum Beispiel NTC, Fotokopie und 230 Volt AC, dass man weiß, was da rankommt. Auf der rechten Seite dann eben Heizelemente. Und was man jetzt auch schon sieht in der Schaltung, ist, dass der NTC in Zusammenarbeit mit dem R12 bzw. R2 hier einen Spannungsteiler darstellt. Und man kann es sehr gut sehen, hier oben ist der NTC drin. Hier unten geht es dann zum R12 zum Beispiel. Wenn der Schalter auf High gestellt ist, der geht also nach Ground, dann habe ich also hier einen Spannungsteiler. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, das, wenn man jetzt einschaltet, ist der NTC relativ hochohmig. Das heißt, die Spannung an diesem Punkt hier ist relativ wenig im Vergleich zu der Spannung, die hier an dem nicht invertierenden Eingang des Komparators liegt. Wenn die hier also niedriger ist als die obere Spannung hier, dann wird der Komparator einschalten, das heißt, es wird geheizt. Wenn das Laminiergerät aufheizt, dann wird der NTC niederohmig. Dann wird also die Spannung hier am invertierenden Eingang höher. Und irgendwann ist es so, dass der Komparator hier kippt und so, dass er dann ausschaltet. Und so geht das immer hin und her. Also er wird zwischen zwei Temperaturen immer ein- und ausschalten. Zusätzlich zu dieser Funktion hat man hier bei diesem Komparator, der hier unten ist, noch die Anzeige mit der LED, dass er betriebsbereit ist. Hier ist eigentlich genau das Gleiche. Er hat auch die Referenz hier vom NTC, hat aber nochmal einen zusätzlichen Spannungsteiler und da schaltet dann eben die Leuchtdiode an bzw. dann auch aus. Auf der rechten Seite sieht man eben, dass der Transistor hier den Triac steuert. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Der schaltet den eben ein oder aus und da ist dann eben das Heizelement dran, sodass er das Laminiergerät dann eben heizt. Hier unten links ist nochmal zu der Spannungsversorgung was zu sehen. Man sieht hier praktisch die Gleichrichterdiode mit dem Vorwiderstand, mit diesem 8,2 Kiloohm 5 Watt. Hier auch nochmal ein Glättungskondensator. Und was man ja auch noch sieht, ist eben, dass diese rote Leuchtdiode eigentlich nur die Betriebsanzeige ist, hier die zwischen VCC und ja, R11 liegt und damit anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. So kann man also die grobe Funktion hier von dieser Elektronik beschreiben. Zum Schluss noch mal ein paar Anmerkungen. Man hat gesehen, dass so ein Reverse Engineering doch sehr viele Schritte benötigt, um zu seinem Ergebnis hier zu kommen. Diese vielen Schritte bedeuten auch, dass man viel Zeit braucht. Also es kann sein, dass für einen, der da keine Erfahrung drin hat, hier für so eine einfache Sache vielleicht 2 Stunden braucht. Andere, die da mehr Erfahrung haben, da geht es sicherlich sehr viel schneller. Man sollte, wenn man sowas machen will, auf jeden Fall sich mit Elektronik auskennen. Also man sollte wissen, was ein Operationsverstärker ist und wie der beschaltet wird. Oder andere Bauteile eben auch. Weil das ganz wichtig ist, nachher später einen Stromaufplan so zu erstellen, dass man den wirklich lesen kann. Ja, und noch zum Abschluss vielleicht. Es war ja hier ein relativ einfaches Board. Das ist nämlich ein Board, was nur eine Lage hat. Also eine Kupferlage, wie man hier sieht. Also ein Single-Layer-Layout. Das ist relativ harmlos noch bei so einem kleinen Board. Wenn man jetzt ein Zweilagen-Board hat, dann wird es schon sehr viel schwieriger. Und wenn man jetzt ein Multi-Layer-Board hat, was man sich anschauen will und da den Stromlaufplan rausfinden will, dann ist es aus meiner Sicht eigentlich nicht möglich, weil das ist so komplex, das funktioniert nicht, das kriegt man nicht raus. Das bedeutet aber auch, dass man für einfache Haushaltsgeräte, wo nur so ein einfaches Board drin ist, dass man durchaus da mal nachgucken kann, wenn man das Gerät reparieren will oder wenn es defekt ist, dass man da einfach mal so ein Reverse Engineering durchführt
und dann hat man auch gleich die Funktion dieses Geräts. Ja, das war mal wieder hier zu diesem Thema was und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.